Lieber Internet-User, da habe ich eine Anfrage bezüglich hier einer Verschattung im Oberkiefer. Man sieht hier also, dass dieser Zahn, der hat eine große Zahnfüllung bekommen. Wahrscheinlich wurde der Zahnnerv dabei verletzt und jetzt liegt hier eine Entzündung vor. Das Gleiche könnte hier beginnen. Das Gleiche könnte hier beginnen. Ich habe dann noch andere Röntgenbilder bekommen, die schauen wir uns gleich an. Zusätzlich fällt mir hier noch auf, dass bei diesem Implantat die Krone nicht ganz aufsitzt beim Zementieren. Das würde ich vielleicht noch versuchen zu optimieren. Ist jetzt kein Drama, es kann hier keine Karies entstehen, aber man muss wahrscheinlich oder man hat bei der Krone viel einschleifen müssen. Also da kann man den Sitz sicherlich verbessern. So, das ist jetzt das zweite Röntgenbild, was ich da bekommen habe. Da ist die Entzündung schon deutlich größer. Auch hier wirkt es schon größer. Und auch hier im Bereich des Implantates, auch da könnte was im Gange sein. Lange Rede, kurzer Sinn, da braucht es einen Endodontologen. Der User fragt mich, wie viel das bei uns kosten würde. Wir verlangen, wenn das keine Revisionen sind, dann jetzt 700 pro Backenzahn. Hier für die Prämolaren wären das 500. Da es aber eine Wiederholung einer schlechten Wurzelbehandlung ist, macht das 700 aus. Auch hier eine normale endodontologische Behandlung würde 500 kosten, weil es aber eine Revision ist, würde es 700 Euro kosten. Ich würde mir auf alle Fälle diese Zähne dann, wenn das revidiert ist, mit Stift und Kronen versorgen. Da gibt es ein eigenes Video, wieso das sinnvoll ist und damit eben solche Entzündungen nicht mehr kommen. Hier diesen Zahn, den könnte man eigentlich entfernen, weil der beißt ins Leere, der ist auch schon ein bisschen nach unten gewandert. Ich hoffe, ich habe ein bisschen helfen können. In diesem Sinne, alles Liebe.